sagt sie. Ich sagte sie, pass auf, wenn die Kamera gleich angeht, dann zeigst du einfach dein schönstes Siegerlächeln. Sie, ich habe keinen Bock mehr, ich habe genug gelächelt. Aber auch zu Recht. Du hast ja immer noch ein riesen Grinsen im Gesicht. Warum? Ich kann es gerade gar nicht glauben, wenn ich ehrlich bin. Also wegen dem Interview jetzt? Hast du schon immer drauf gewartet oder was? Nee, wegen dem Klassensieg und Gesamtsieg, ja. Da haben wir es, da haben wir es. Du bist Gesamtsiegerin der Internationalen Deutschen Meisterschaft 2019 in der Kategorie Fitnessfigur? Eins. Glückwunsch. Ja, danke schön. Erstmal. War das auch das Ziel oder hast du gesagt, erstmal hinfahren, mal gucken, was passiert? Ja, nee, also ich habe mir schon das gewünscht, aber ob das realistisch ist, wusste ich natürlich nicht. Und ich kann es gerade gar nicht glauben. Fängt man denn in der Vorbereitung an, auch mal ein bisschen die Konkurrenten zu begutachten, um zu wissen, was kommt da bei der Deutschen auf mich zu? Oder lässt man das alles auf Seite liegen und konzentriert sich auf die Vorbereitung? Also man schaut schon mal, also ich bin schon ehrlich, also man schaut schon mal, wer startet denn mit, wer nicht. Aber da fokussiere ich mich nicht. Da versuche ich schon, auf mich zu konzentrieren und zu schauen, dass ich das Bestmögliche aus mir selber rausholen kann. Weil im Endeffekt man weiß nie, wer mitstarten wird. Ja. Jetzt ist natürlich recht interessant, deutscher Boden, deutscher Raum, Gesamtsieger, nach oben hin eigentlich Decke. Wie sieht es international aus? Das weiß ich noch nicht. Du guckst ihn gerade hin. Du guckst zum Coach. Mein Coach. Schauen wir mal, was für einen Plan er für mich hat. Irgendwie kriege ich hier heute gar keine Antwort. Alle sagen immer, ey, muss ich erstmal mit meinem Coach sprechen. Ohne meinen Coach sage ich gar nichts. Ich habe immer ohne meinen Anwalt nichts gesagt. Alle sagen hier ohne ihren Coach nichts. Da ich aber, wer ist denn dein Coach? Der Thomas Walzer. Ah, also an dieser Stelle, komm mal ruhig in die Mitte, an dieser Stelle dürfen wir schon mal auf jeden Fall auf der sicheren Seite sein, dass die Entscheidung, die Thomas fällen wird mit dir zusammen, auf jeden Fall die richtige sein wird. Ja, fällen wir auf alle Fälle zusammen. Ja. Beim Bierchen. Ja, genau. Ja. Oder wie macht man das in Bayern? Beim Bierchen, Weißwurst? Oder ja, wie, ja was, Weißwurst hört sich ja, so genau, an. Ja, genau, hört sich immer gut an. Ist das immer gut? Ja, da gucke ich auch mal vorbei, den Spaß lasse ich mir nicht entgehen. Wir wünschen dir, euch natürlich noch einen wunderschönen Aufenthalt hier in Bochum. Ja. Viel Erfolg weiterhin. Ich bin jetzt schon neugierig, was du nächstes Jahr machst, aber lass uns dann zeitnah wissen. Und wir schauen mal, wie sich natürlich nachher auch die Männergruppen schlagen. Jetzt ist erstmal Pause. Super, vielen Dank. Ciao. Okay. Tschüss.